Fakt ist natürlich, dass Fechten nach wie vor noch relativ weiß ist. Von elitär würde ich inzwischen nicht mehr sprechen. Also im Fechten und vor allen Dingen im deutschen Fechten war es eher so, dass es eine gewisse Unwissenheit vielleicht gab, was aber auch verständlich ist, glaube ich, wenn man nicht unbedingt mit eben dunkelhäutigen Menschen in Berührung kommt. Und ich persönlich habe da auch kein Problem damit, dann eben Sachen zu erklären und eben aufzuklären. Ich hatte bisher nur einen unangenehmen, wirklich sehr unangenehmen Vorfall in meiner Fechtkarriere, den ich dann aber auch geklärt habe, den ich dann auch der Verbandsspitze gemeldet habe, und das hat sich dann auch gelöst, das Problem. Also ich glaube, es ist sehr bunt gemischt. Es gibt sehr viele Athleten mit Migrationshintergrund, auch inzwischen in der deutschen Nationalmannschaft. In meinem Fall ist, glaube ich, die Besonderheit einfach, dass ich auch durch meine Hautfarbe mehr auffalle. Ich denke, solange das Thema Rassismus in der Gesellschaft vorhanden ist, wird es auch im Sport vorhanden sein, weil der Sport ja ein Spiegel der Gesellschaft ist. Das letzte Jahr war ja nicht nur geprägt von der Pandemie, sondern eben auch von der Black Lives Matter-Bewegung und der Solidarisierung hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Und da wollte ich mich auch einfach einbringen und meinen Teil dazu beitragen, weil ich inzwischen durch den Sport auch eine gewisse Plattform habe und meine Stimme dafür auch einsetzen wollte. Und die AG ist eine großartige Idee. Wir haben da jetzt auch schon viele Ideen zusammengetragen und wissen, wie wir uns weiter engagieren wollen. Und ich glaube, dass man damit wirklich was erreichen kann, weil wir sind Athleten aus den verschiedensten Sportverbänden Deutschlands und sehen die Problematik, glaube ich, sehr ähnlich.